Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Tennis-Fed-Cup hier auf der wunderschönen Anlage des Frankfurter Waldstadions. Heute also die Relegationsbegegnung Deutschland gegen Kroatien. Und wir sind schon, Sie hören es im Hintergrund, mittendrin, natürlich noch nicht im Match, aber bei der Eröffnungszeremonie. Und deswegen mal rasch rüber zu Aris Fonselli. Und hier werden gerade die Spieler vorgestellt. Die kroatische Mannschaft als Gast natürlich zuerst. Hier der Teamchef. Der Teamchef der Kroaten. Dazu später mehr sicher. Und jetzt mal zu einem ungewohnten Bild. Mal ohne Steffi Graf, aber sicherlich nicht weniger interessant. Barbara Rittner wird erstaunlicherweise nicht zum Einsatz kommen im Einzel. Andrea Glas aus dem B-Kader in den A-Kader empfohlen worden. Und Markus Schur, das neue Gesicht, ein bekannter Name unter denen, die sich im Damentennis auskennen. Und Meike Babel, die zweite, die aus der Region kommt, aus Neu-Isenburg, genau wie Andrea Glas auch. Wir hören nun die Nationalhymnen. Ich darf Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Zuerst die Hymne unseres Gastes Kroatien und dann die Hymne von Deutschland. Kroatinnen mit viel Herz dabei, wie wir gerade sehen konnten. Ein herzlicher Applaus. Und nun die deutsche Hymne. So, der Blick in die gespannten und vielleicht sogar freudig erregten Gesichter. Da wollen wir erst noch die Hymne zu Ende hören. Die deutsche Hymne etwas länger, vielleicht damit sich die Verantwortung auch etwas mehr einprägt bei den deutschen Damen. Rudi Zerne, bitte. Ja, ich möchte Ihnen natürlich
Ja, die Damen aus Kroatien sind sicherlich hier favorisiert an diesem Wochenende mit Iva Majoli, der French Open-Siegerin, und Mirjana Lucic, die ja kurz vor dem French Open Steffi Graf bei dem Turnier in Straßburg im Finale das Leben ganz schön schwer gemacht hat. Also es wird gar nicht so einfach werden. Dazu noch sehr heiße Temperaturen. Wir rechnen im Laufe des Tages mit Temperaturen so um die 30 Grad. Wir sind in der Relegation, heißt also im Einzelnen, dass es für die deutsche Mannschaft gegen den Abstieg geht und damit gegen den Sturz in die Zweitklassigkeit. Es hat schon viel bessere Zeiten gegeben. Liebe Zuschauer, wir erinnern uns an 1987. Damals gewann Deutschland mit Steffi Graf und Claudia Kode-Kilsch im entscheidenden Doppel 1:6, 7:5 und 6:4 gegen die amerikanische Kombination Schreiber Chris Evert. Und alle lagen sich im Anschluss an den gewonnenen Federation Cup in den Armen. Auch die beiden Partien Graf und Kode-Kilsch, natürlich auch die Väter. Und alle, das wissen Sie, waren sich in vielen Tennisjahren ja auch nicht immer grün. Aber der Erfolg schweißte sie dann doch schließlich zusammen. 1992 kam es dann hier auf der Anlage des Clubs in Frankfurt noch einmal zu einem Gewinn, damals in Turnierform ausgetragen. Und die Kombination hieß damals Graf, Huber, Rittner und Hack. Also zweimal haben sie diesen Wettbewerb bereits gewonnen, die Deutschen. Und wir haben hier den Beginn mit Tennis eines langen Sportnachmittages. Bis 16 Uhr sind wir hier und um 16 Uhr spätestens geht es dann rüber zum Beginn des Finales um die Fußball-Europameisterschaft nach Oslo zwischen der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen und den Vertreterinnen aus Italien. Auch da erinnern wir uns, dass im Vorrundenspiel Deutschland gegen Italien bereits unentschieden gespielt hat. Also wir wissen nicht so genau, wie es ausgehen wird. Es wird auf jeden Fall ein ganz spannender Fernsehnachmittag bei uns im ZDF werden. Jetzt schauen wir nochmal. Tennis. Seit 1995 wird dieser Fed Cup ausgetragen. Nicht nur, dass sich da der Name verändert hat, wie nur beim Davis Cup bei den Männern. Also zwei Nationen treffen aufeinander und tragen das dann an einem Wochenende aus. 31 Jahre vorher war das ganz anders. Da nämlich trafen sich alle Nationen wie in einem Turnier und spielten eine Woche lang die ganze Sache dann aus. Ja, jetzt also Deutschland gegen Kroatien. Da fragen sich viele zu Hause von Ihnen vielleicht, ja, wie kommt es überhaupt zu dieser Begegnung? Eines vielleicht vorwegzunehmen, beide Teams kommen aus der Weltgruppe 1 und 2 mit jeweils 8 Mannschaften. Das war der einfache Teil, jetzt wird es etwas komplizierter und deswegen für Sie das alles mit grafischer Unterstützung. Die Weltgruppe 1 besteht aus den 8 stärksten Nationen. In diesem Jahr USA, Niederlande, Tschechien, Deutschland, Frankreich, Japan und Belgien, Spanien. Die Sieger der Begegnungen von Anfang März bestreiten an diesem Wochenende die Halbfinals. Die Verlierer, also USA, Deutschland, Japan und Spanien, müssen in die Relegation. Die weiteren 4 Teilnehmer für diesen Qualifikationswettbewerb kommen aus der Weltgruppe 2. In der konnten sich Kroatien, die Schweiz, Argentinien und Australien durchsetzen. Die Verlierer der Weltgruppe 1 füllten mit den Gewinnern der Weltgruppe 2 den Topf für die Relegation. Die Auslosung ergab folgende Paarung: Deutschland, Kroatien, USA, Japan, Australien, Spanien, Schweiz, Argentinien. So, alles klar. Und wir schauen mal kurz noch mal runter auf den Center Court. Dort ist es mittlerweile auch schon brütend heiß. Und dort steht auch Steffi Graf, die ja hier Veranstalterin des Turniers ist. Sicherlich wäre sie auch gern dabei gewesen, aber Sie haben es ja mitbekommen. Die Patellasehne zwickt immer noch und die Operation muss erstmal ausheilen. Und so ist das auch im Sport, dass man sich nicht zu früh wieder ans Werk wagen sollte, sonst geht das Ganze dann wieder von vorne los. Also die herzlichen Grüße auch vom Publikum hier an Steffi Graf. Nur zögerlich kommen die Zuschauer rein. Nicht etwa, weil es hier nicht attraktiv wäre, sondern weil es draußen auf der Kennedy Allee, das ist diese Parallelstraße zum Frankfurter Waldstadion, einen schlimmen Unfall gegeben hat. Wir hoffen, dass dabei niemand zu Schaden gekommen ist und deswegen tröpfelt das alles nur so herein, ein wenig. Sie haben sicherlich auch mitbekommen, liebe Zuschauer, dass es einen Wechsel beim Trainergespann gegeben hat. Markus Schur, jetzt also der vorhin auch vorgestellt wurde. Lange Zeit war er Sparringspartner von Steffi Graf, hat zumindest mal übergangsweise als Interimstrainer Klaus Hofsess abgelöst. Hofsess, der zweimal den Fed Cup mit dem deutschen Team gewinnen konnte. Ein Mann mit großen Erfolgen, lange Zeit Damen-Bundestrainer. Er wechselte ja jetzt rüber zum Boris Becker Junior-Team. Sein Vertrag allerdings lief noch bis zum 30.06. Und er sagte, ich werde die deutsche Mannschaft darüber hinaus auch noch gerne betreuen. Schließlich habe ich ja große Erfolge mit ihnen feiern können. Warum sollte ich nicht dabei sein? Und als es dann aber atmosphärische Störungen gegeben hat in Wimbledon, dann hat er die Brocken hingeschmissen, verständlicherweise. Denn hier und da sagte man auch, er sei dafür verantwortlich, dass nicht genügend für den Nachwuchs getan wurde. Hintergründe von Martin Wolf. Immer engagiert, immer voller Elan. So erlebten wir Klaus Hofsess 14 Jahre lang, insbesondere im Training vor Fed Cup-Begegnungen. Hier etwa mit Claudia Porwig und Anke Huber.
Diesmal steht ein anderer auf dem Platz. Markus Schur, langjähriger Bundesligaspieler und immer wieder auch Trainingspartner und Reisebegleiter Steffi Grafs. Ob er eine Interimslösung ist, steht noch nicht fest, wohl aber der Abschied von Klaus Hofsäß. Used to be so easy to give my heart away. Eigentlich hatte er auch gegen Kroatien noch mal zum Nachdenken anregen wollen. Ich möchte eigentlich nicht mehr groß drauf eingehen. Ich war 14 Jahre für die Damen verantwortlich, war eine schöne Zeit. Ich war 17 Jahre insgesamt beim DDB. Und es waren dann am Schluss ein paar unglückliche Äußerungen sicherlich. Und bevor die Sache dann eine größere Eigendynamik erfährt, habe ich es für besser gehalten oder halte es für besser, dass man die Sache dann so beendigt. Und der Markus Schur, der das jetzt macht, der hat große Erfahrung auch. Er war 5 Jahre bei mir dabei als Assistent und kennt die Mädchen und der wird es sicherlich genauso machen. Im Deutschen Haus von Wimbledon soll DTB-Geschäftsführer Sanders sich vor Journalisten allzu despektierlich über Hofsäß geäußert haben, als seien diesem alle Erfolge nur in den Schoß gefallen. Nun, dazu fällt uns ganz spontan der Juli 95 ein. Wohl nur Hofsäß hatte an Sabine Hack geglaubt, beim Fed Cup in Santander gegen Arantxa Sanchez. Immer wieder verordnete er Mondbälle. Restlos genervt zog Arantxa den kürzeren. Ich glaube, das war eine taktische Meisterleistung. Würdest du da zustimmen? Ja, das stimmt. Aber ich habe das vorhin schon mal gesagt. Ich habe 3,5 Wochen in Marbella trainiert beim Klaus Hofsäß. Und der kennt die Arantxa in- und auswendig. Und der hat mich halt super drauf eingestellt. Und da haben wir das schon trainiert. Halt viel hoher Vorhand und was ich halt machen muss. Ich habe das praktisch 3 Wochen lang gemacht. So viel zu diesem Thema. Doch fürchtet Hofsäß nach seinem vorzeitigen Abschied nicht den Vorwurf, ein ohne Steffi Graf wohl sinkendes Schiff zu verlassen und die Spielerinnen im Stich zu lassen? Ich habe mit der Anke und mit der Barbara, mit den Spielern, wo ich ja sehr lange auch gearbeitet habe, mich zusammengesetzt, habe ihnen das nochmal erklärt. Sie haben für die Entscheidung Verständnis und ich denke, dass wir als Freunde auseinandergehen und Freunde bleiben werden. Hast du vielleicht dich auch so ein bisschen oder die Mannschaft ein bisschen im Stich gelassen gefühlt? Was heißt im Stich gelassen? Wie schon gesagt, ich kann seine Entscheidung verstehen, hat seine Gründe gehabt. Und ist schwer zu sagen, ob wir jetzt sagen können, wir sind im Stich gelassen worden. Natürlich ist es blöd, dass er nicht mehr da sitzt. Er hat es jetzt die Jahre gemacht, aber okay, muss man damit rechnen, fertig werden und so nehmen, wie es ist. So wie auch Markus Schur, der sich angesichts der Achillessehnenreizung Barbara Rittners immer stärker auf Meike Babel als Nummer 2 einschwor. Zumal die Neu-Isenburgerin all seine Kriterien erfüllt. Verdienst und Erfahrung spielen für mich nicht so eine große Rolle. Eine große Rolle spielt für mich, welche Spielerin von mir passt zu der Gegnerin, zur jeweiligen. Wie hat die Spielerin die Woche trainiert? Hat sie wirklich versucht, sich ins Team zu spielen? Und wie ist die Form halt kurz vor Spieleinsatz? Neben Anke Huber, also Meike Babel. Die scheint's irgendwie geahnt zu haben. Anke Huber wird also das zweite Match hier heute auf dem Center Court bestreiten gegen Mirjana Lucic. Die erste Partie wird bestreiten Meike Babel. Sie trifft dann auf Iva Majoli, die Siegerin der internationalen Tennismeisterschaften von Frankreich, Roland Garros. Ganz klar die haushohe Favoritin hier. Aber was soll's, denn Iva Majoli wirkte auch nach ihrem Auftritt vom Wimbledon ein wenig ausgepowert. Und es war so, kann man ruhig sagen, eine Hängepartie bis zum Schluss. Alle wussten hier noch nicht, ob die French Open-Siegerin denn überhaupt antreten würde. Plagte sich rum, lange mit Rückenproblemen. Aber als sie dann doch hier auftauchte, waren natürlich alle sehr erleichtert. Martin Wolf stellt sie Ihnen vor. Was waren die Kroaten froh, dass Iva Majoli doch noch gekommen war am Donnerstag? Allen Absagegerüchten zum Trotz. Endgültig zu einer Kostbarkeit war die 19-Jährige durch ihren Sieg gegen Martina Hingis im Finale der French Open Anfang Juni geworden. 2 glatte Sätze lang hatte sie das Spiel dort sensationell diktiert. Das Publikum aber hatte sie schon vorher auf ihre Seite gezogen. Was für eine Szene nach ihrem Sieg gegen Doppelpartnerin Ruxander Dragomir.
Und als sie dann im Herzen von Paris die Trophäe festhielt, wird sie vielleicht noch mal zurückgedacht haben an die harte Trainingsarbeit, die all dem vorausgegangen war. Damals als 12-Jährige bei Nick Bollettieri. Es hat sich gelohnt. Mag die Kraft anschließend in Wimbledon dann auch verbraucht gewesen sein. Niederlage gegen Anna Kurnikova. Ja, sie habe sich schon ganz schön aufraffen müssen nach all den anstrengenden Wochen, gibt sie aufrichtig zu. Aber sie wolle sich noch mal richtig reinhängen. Schließlich lockten anschließend 10 Tage Urlaub. Und dann verrät sie uns noch, dass ihr Meike Babel als Gegnerin auf diesem Belag wegen ihres Rückhandsleis gar nicht so geheuer sei. Kneifen aber werde sie nicht. Nun denn, es wäre auch wirklich schade um sie gewesen. Ja, liebe Zuschauer, Anke Huber gilt also hier als Weltrangliste 9. und als Teambester das uneingeschränkte Vertrauen. Sie hat also hier die Führungsrolle übernehmen müssen, zwangsläufig, nachdem Steffi Graf also hier verletzungsbedingt, wir haben das mehrfach bereits angesprochen, nicht dabei sein kann. Aber was kommt danach? Meike Babel, haben wir gerade im Hintergrund, dafür hat sich nämlich Markus Schur, der Teamchef, gestern entschieden auf einer Pressekonferenz. Es gab ja hier so ein internes Ausscheidungsduell zwischen Barbara Rittner, Marlene Weingärtner und eben Meike Babel, die hier gewissermaßen in der Nachbarschaft spielen wird. Sie kommt aus Neu-Isenburg. Für sie wird es sicherlich ein positives Ereignis gewesen sein, dass sie hier antreten muss. War zwischenzeitlich schon mal unter den besten 30 der Welt, rutschte dann aber nach langer Verletzungspause runter. Im Moment aktuell auf dem Rang 233 und sie kämpft sich weiterhin kontinuierlich nach oben, war in der dritten Runde der French Open. Marcel Bergmann über die junge Dame aus Neu-Isenburg. Dass Teamkapitän Markus Schur gestern als zweite Einzelspielerin Meike Babel benannte, dürfte nicht nur die kroatischen Gegnerinnen überrascht haben. Zwar war die 22-Jährige in ihrer Profikarriere bei den großen Turnieren längst nicht nur auf Nebenplätzen zu Hause, hier zum Beispiel gegen Anke Huber bei den French Open in Paris. Doch musste die vor 2 Jahren noch 27. der Weltrangliste nach mehreren Verletzungen lange pausieren und sich in der Weltrangliste an dreistellige Zahlen gewöhnen. Ihr Selbstbewusstsein aber ist davon offenbar unberührt geblieben. Wenn ich den Mut habe, da richtig zu spielen, richtig aggressiv zu spielen auf dem Boden, denke ich, kommt mein Spiel, es kommt also den Gegnern garantiert nicht zugute, dass ich sehr variabel spielen kann, wenn ich da den Mut zu habe, wie gesagt. Für den nötigen Mut gegen die Weltranglisten Vierte heute sicher genauso wichtig wie intensives Training, die taktische Vorbereitung durch Trainer Markus Schur. Ganz wichtig, wenn der Coach mir vorher sagt, wie ich denn eigentlich spielen muss, weil man auf dem Platz das oft eigentlich gar nicht so selbst so sieht, weil man da so unter Druck ist, dass man da ja, vor lauter Bäumen den Wald mal ab und zu nicht sieht. Ihre heutige Gegnerin Iva Majoli wird sie allen Widrigkeiten zum Trotz genau im Blickfeld haben. Und nach den Trainingseindrücken dieser Woche scheint es nicht unmöglich, dass Meike Babel heute Anlass findet, auf einen Überraschungserfolg anzustoßen. Ich hoffe, auch Sie, liebe Zuschauer, haben sich jetzt genügend kalte Getränke bereitgestellt, die Sie dann hoffentlich in kleinen Mengen zu sich nehmen. Nicht zu schnell trinken, das zum Leistungssport. Und wir geben jetzt das Spiel, geht gleich los, rüber zu unserem Kommentator Aris Donzelli. Die Bildführung hat Klaus Buckelberg. Viel Spaß. Dann will ich gleich nochmal anknüpfen an die Worte von Marcel Bergmann, dass ich vielleicht darauf anstoßen kann auf einen Sieg, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und Weltranglistenplätze zählen bei einem Mannschaftswettbewerb eigentlich weniger. Hier zählt die Tagesform, die Verantwortung, die man tragen kann. Und Meike Babel kann gegen Iva Majoli verlieren. Sie darf verlieren, denn alle erwarten von der Kroatin den Sieg und das kann vielleicht auch die Stärke sein. Ein Wort vielleicht noch zu den Rahmenbedingungen. Es gab vieles, das geschrieben wurde. Man sprach von einer neuen Zeitrechnung im Tennis, meinte das aber eher negativ. Und wenn man sich aber mal die Gegnerinnen anguckt, Kroatien gegen Deutschland, das könnte selbst in dieser Besetzung durchaus auch ein Halbfinale sein in der Weltgruppe 1. Immerhin mit Iva Majoli, der French Open-Siegerin, mit Anke Huber, einer Weltranglisten-erfahrenen deutschen Spieler, mit Meike Babel, die, das werden wir sicherlich noch sehen, ein enorm schönes und enorm druckvolles Tennis spielen kann und die Mittel und Wege sicher hat, wenn sie
ihren Kopf klar kriegt. Ich zitiere Markus Schur, ihren Trainer. Quiet, please. Spannende Unterhaltung beim Fed Cup wünscht Ihnen Freshenet. Ein Fragezeichen ist immer noch hinter der Verletzung von Iva Majoli, die 15 Turniere schon in diesem Jahr gespielt hat. Das ist eine Menge. Und das schlägt sich natürlich irgendwann in der Gesundheit nieder. Es sei denn, man hat ein so gut durchtrainiertes Stützmuskulatursystem, dass einem Hartplätze nichts anhaben können. Es zwickt immer noch im Rücken der Kroatin und dieser Boden ist nicht gerade rückenfreundlich. Supreme Court, das kennen Sie nur aus Hallenturnieren. Es ist zwar keine Premiere, dass dieser Boden bei einem Federation Cup oder Fed Cup, wie es jetzt heißt, hier die Schiedsrichterin Fiona Edwards aus England, dass ein solcher Belag verlegt wurde, aber gehört eher zur Seltenheit. Und der Unterschied zwischen dem Springverhalten in der Halle ist, dass es hier durch die Wärmeeinstrahlung noch langsamer ist. Die Bälle stehen fast. Und man muss sehr, sehr tief in den Knien sein, um optimal zum Ball zu stehen. Iva Majoli beginnt, schlägt auf und schlägt gegen die Sonne auf. Physik 40-30. Sehr schöner Return von Meike Babel. Den Aufschlag attackiert, geblockt. Einstand, Deuce. Auf. Spiel gegen Kroatien. Erstes Spiel, festgelegt. Also von Nervosität ist bei Meike Babel nichts zu spüren. Das wird sich aber möglicherweise ändern, wenn sie ihren Aufschlag durchbringen muss. Majoli hat
ihrer Pflicht Genüge getan und ist jetzt erstmal 1-0 in Führung gegangen. Aber Sie haben es vielleicht schon gesehen, es ist kein Vergnügen, von dieser Aufschlagseite aus aufzuschlagen gegen die Sonne. Im Moment sind wieder ein paar Wolken vorgezogen, vielleicht ein kleiner Vorteil gleich für Meike Babel. Aber die Sonne ist beim Ballwurf so intensiv, dass man den Ballflug überhaupt nicht sieht und ins Nichts schlägt oder in etwas Großes, Gelbes, von dem man nicht genau weiß, ob man es auch trifft. Sehr heiß ist es hier in Frankfurt. Etwas mehr als 26, 27 Grad Außentemperatur, aber Sie können sich vorstellen, bei einem Gummibelag heizt sich das auf dem Center Court natürlich entsprechend auf. Rechts Markus Schur, ein Mann der leisen Worte, aber sehr zielgerichtet. Und er sagte mir, ich sehe meine Aufgabe heute im Wesentlichen darin, das, was vor dem Match gesprochen wurde, auch während des Matches weiter durchzuziehen, immer wieder anzusprechen, zu beruhigen, auf keinen Fall zu viel zu reden. Auf! 0:15. Love 15. Thomas Bach, deutscher Vertreter im Internationalen Olympischen Komitee. Da hat Majoli sehr gut aufgepasst, der Slice von Meike Babel auf Majolis Rückhand war gut, aber da ging Iva Majoli ganz tief. Hier sieht man es vielleicht nochmal, nee, zu spät. Ganz tief in die Knie, attackierte den Ball und konnte Druck machen und den Ballwechsel bestimmen. Aggressiv spielen. 15:14. Das erste Break und leider mit einem Doppelfehler das Aufschlagspiel beendet. Also Sie sehen es, die Aufschlagseite, in der Meike Babel jetzt im Moment steht, ist sicherlich sehr schwierig zu bewältigen. Thirty-nine.
3:0 für Iva Majoli, 3:0 für Kroatien. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Iva Majoli lässt sich keine Chance entgehen, den direkten Punkt zu machen, sobald die Bälle kürzer werden. Und selbst bei tieferen Bällen steht sie ausgezeichnet. Die Kroatin, 4. der Weltrangliste, hat sich zu Hause in Zagreb aktiv erholt, wie man unter Sportlern sagt. Zunächst einmal ihren Rücken behandeln lassen, hat aber trotzdem noch ein wenig Fitnesstraining machen können, um hier nicht gänzlich unvorbereitet antreten zu müssen. Das gab einige Unklarheit, ob sie überhaupt spielen würde. Und das ist in Tenniskreisen so üblich, dass man sich zunächst einmal fragt, hat man ihr vielleicht zu wenig Geld geboten? Und wir haben mal nachgefragt und die Auskunft des kroatischen Tennisverbandes war, dass bei Sieg die Kroatinnen $56.000 bekämen und man keinen Unterschied der Weltrangliste machen würde bei diesem Fixgehalt. Es käme allerdings vielleicht noch die ein oder andere Gratifikation dazu, aber der kroatische Tennisverband nicht sonderlich vermögen, kein Vergleich mit dem deutschen Tennisbund. Nehmen Sie den Platz bitte. Das ist schwierig. Iva Majoli öffnet das Spiel mit einem kurzen diagonalen Rückhandball und auf einmal ist das Feld offen und Meike Babel muss viel, viel laufen. Geboren, aber trotzdem sehr hübsch. Ich glaube nicht, dass sie aus diesem Ball einen Stop spielen wollte. Sie wollte ihn einfach nur rüberbringen und mit Unterschnitt versehen, damit er ja tief bleibt und daraus wurde dann ein unerreichbarer Stop. Die Mute der Verzweiflung gekontert, aber sie hat den Ball nach so viel Kraft und so viel Druck versehen. Hier sieht man das nochmal schön. Und in die Mitte gespielt, das war clever, sodass Iva Majoli nicht ganz so günstig zum Ball stand. Thank you.
Babel verkürzt zunächst einmal für Deutschland auf 1-3. Nur die Frage bleibt, kann sie ihr Grundlinienspiel stabilisieren und sich von der Grundlinie auch gegen Iva Majoli durchsetzen? Die Sonne ist gerade wieder hinter den Wolken hervorgetreten. 30. Und das ist das Ergebnis. Doppelfehler. 0:30. Es könnte für Meike Babel eine gute Chance sein, sich hier das Break zurückzuerobern. Ein guter langer Return von Meike Babel und Iva Majoli hat Probleme, sich richtig zum Ball zu stellen. Und der landet neben der Linie. Meike Babel verkürzt auf 2:3, hat sich das Break wieder zurückergattert. Und Markus Schur sagte uns in den Tagen, dass die Kroatinnen sicherlich einen großen Vorteil haben. Sie seien in ihrem Spiel sehr druckvoll. Der gewählte Belag, ich sag's nochmal, Supreme Court, ein dünner Gummibelag, soll diesen Druck wegnehmen. Der Nachteil der Kroatinnen, und den muss man nutzen, dass sie in ihren Seitwärts- und Vorwärtsbewegungen manchmal etwas statisch sind und daraus ergeben sich Chancen. Hier sehen wir nochmal den Spielball zum 2:3 für Meike Babel. Der Ball dann Longline Rückhand, Vorhand von Iva Majoli etwas aus. Eine Studie von Meike Babel, die ein sehr ästhetisches Tennis spielt, sehr athletisches Tennis auch spielt, die sehr viele Möglichkeiten hat. Sie kann Surf und Volley spielen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die junge Dame aus Langen bei Frankfurt ja auch lange Zeit verletzt war, 2 Jahre lang fast rumgedoktert hat mit ihrer rechten Schulter, operiert werden musste und. Ja, das macht nichts. Der richtige Ballwurf ist viel, viel wichtiger. Ruhig auffangen, ja. Der aufmunternde Applaus von vielleicht 2000 Zuschauern, die sich jetzt auf der Anlage befinden.
Sehr schön. Alle Breaks bislang auf der hinteren Seite. Der Stopp war gar nicht mal schlecht, aber Iva Majoli hat ganz gut gekontert. 40-50. Spiel, Gamekreuz. Das erste Ass und damit eine 5-2-Führung für Kroatien. Kroatien führt 5-2, 2 Games to win. Aber man konnte bei längeren Ballwechseln beobachten, dass die Kroatin sich das ein oder andere Mal dann auf ihrem Schläger aufgestützt hat. Und das kann möglicherweise mit ihrer Physis zusammenhängen, dass sie eben doch nicht so ganz fit ist. Wer will es verdenken? Das Mammutturnier French Open hat sie siegreich beendet. Davor hatte sie schon 13 Turniere gespielt. Hier die Aufschlagbewegung von Iva Majoli. Und Sie sehen es, man muss ganz tief in den Beinen hier sein, um die Bälle attackieren zu können, die kaum abspringen. Und je wärmer es wird, desto weniger Fahrt bekommen die Bälle nach dem Aufschlag. Hier erläuft sie den Stop, das macht sie gut. Und mit einer beidhändigen Rückhand setzt sie das Handgelenk extrem ein, sodass der Ball diagonal zum Punkt kommt. Aber obwohl Meike Babel 2-5 zurückliegt, glaube ich, ist da schon noch einiges drin im zweiten Satz. Vielleicht sogar kann sie sich jetzt wieder rankämpfen, denn die bessere Kondition dürfte eigentlich die Deutsche haben.
Fehlte mindestens ein Schritt von Meike Babel, um die Rückhand gewinnbringend die Linie runterzusetzen. Ein zu kurzer Angriffsball beschert der Kroatin den ersten Satzball. Babel hat Probleme, wenn die Bälle schnell gespielt sind von Iva Majoli, sie richtig zu treffen. Das ist jetzt schon mehrfach passiert, eben gerade der Satzball mit der Rückhand. Nur mit der Schlägerkante getroffen, davor einige Male mit der Vorhand. Es gibt natürlich Selbstvertrauen, ein Aufschlagspiel gleich in dem zweiten Satz zu Beginn zu Null zu gewinnen. Auch noch von der schwierigeren Seite, ich sag's nochmal. Die Sonne scheint
direkt ins Gesicht auf der hinteren Platzhälfte. Und das ist unheimlich schwer, den Ballwurf, hier sieht man es in der Totalen, den Ballwurf so zu koordinieren, dass man nicht in einen grellen, gelben, riesengroßen Sonnenball schlägt. Und hier nochmal der letzte Ballwechsel. Der zweite Netzangriff von Iva Majoli. Die bisher eigentlich nichts anderes zu machen braucht als Druck, solange sie gut zu ihren Bällen stehen kann. Und Meike Babel hat es noch nicht geschafft, ihre Gegnerin zum Laufen zu bringen. Die Atmosphäre hier ein bisschen wie bei den US Open. Einflugschneise Frankfurter Flughafen. Deswegen wird es hin und wieder mal laut. Iva Majoli hat natürlich erkannt, dass die Rückhand von Meike Babel im Moment etwas wackelig ist und schlägt dann nun öfter härter hin. Zwei sehr gute erste Aufschläge. Und Meike Babel bleibt hoffentlich dran. Sieg 30.
40-30. Gut gemeinter kroatischer Zwischenruf, aber zum falschen Zeitpunkt. Doppelfehler, der Ball war zu lang. Nein, stimmt nicht. Zweiter Aufschlag, der erste war ja Netz und im Feld. Also, zweiter Aufschlag, nehmen alles zurück. Oh, genau auf die Linie. Schade. Irgendwie macht mir Eva Majoli bei ihrem Aufschlag keinen allzu glücklichen Eindruck. Sie kann die Bogenspannung des Rückens nicht voll ausnutzen. Es scheint, als habe sie etwas Probleme mit ihrem Rücken. Und wir sind gleich wieder für sie da. Wir sind zurück im Tennisstadion des Frankfurter Waldstadions. Wir sehen Eva Majoli rechts und den Coach der Kroatinnen, Viran Frisic, ein weitgereister Mann, ist für den Internationalen Tennisverband ein Trainer, der unter anderem in Afrika oder in anderen Ländern, vielen exotischen Ländern, seinen Dienst tut, dort Tennistrainer ausbildet. Hat auch schon mal in Deutschland Anfang der 70er Jahre als Spieler in der Oberliga gespielt, im Schwäbischen, zuerst in Stuttgart, in Cannstatt und dann ist er nach München gegangen. Spricht sehr gut Deutsch. Nehmen Sie den Platz, bitte. Das ist gut gespielt. Oh ja, er war schwierig. Und so zeigt sich Selbstvertrauen. Gut gelöst. Fällt senkrecht vom Himmel. Und da gab es auch Applaus von der French Open-Siegerin. Geht's doch. Schöner, weicher, diagonaler Ball. Und hier konnten Sie ganz gut sehen, der kam überhaupt nicht mehr vom Boden hoch, obwohl mit leichtem Topspin gespielt. Thank you.
Kämpfen lohnt sich. Fast schon aussichtslos streckt sie sich nach dieser 37, 40, 30. Rückhand und macht dann doch noch den Punkt, weil sie mutig mit der Vorhand die Länge sucht. Und ein überraschendes Serve and Volley hinterher. Zwei beide. Zwei beide. Two games on. Ja, das muss ihr Selbstvertrauen geben. Sie hat gezeigt, dass sie alle Schläge kann. Diesen schweren Überkopfball, dann rettet sie sich, kämpft. Und dann diesen Halbvolley am Schluss. Doppelfehler, Iva Majoli trennt sich kurzfristig von ihrem Schläger. Ihr fünfter Doppelfehler bringt die Möglichkeit für Deutschland, ein Break zu erreichen. Ja. Musste sich Meike Babel für eine Seite entscheiden. Es war die falsche, aber immer noch bleibt ein Breakball. Kurzen Aufschlag hatte Meike Babel wohl überhaupt nicht gerechnet. Wenn auch dieses Aufschlagspiel an Iva Majoli geht, an Kroatien, so konnte man doch im Ansatz erkennen, wenn sich Meike Babel in Grundlinienduelle einarbeiten kann. Und das setzt eben voraus, dass ihre Returns langkommen und der Kroate nicht die Möglichkeit geben, direkt Druck zu machen. Dann hat sie auch eine Chance, ein Break zu erreichen. Zunächst steht es einmal 3:2 für Kroatien, sollten sie gerade erst eingeschaltet haben. Den ersten Satz gewann Iva Majoli für Kroatien 6:2, aber ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Meike Babel muss etwas mehr Sicherheit in ihrer Rückhand finden. Ansonsten läuft ihr Spiel ganz ordentlich. Sie steht hier immerhin der French Open-Siegerin gegenüber. Und da kann man schon annehmen, dass die sich bestens auf Tennistaktik und Tennisspiel versteht. Und Markus Schur wird mit seinem Schützling jetzt nochmal das taktische Konzept kurz besprochen haben. Das da lautet, versuche sie in längere Ballwechsel zu verstricken, versuche aber nicht ihr die Möglichkeit zu geben, an den Vorhand oder Rückhand Drive zu kommen, denn dann stellt sie das Karussell an für dich. Schade, blieb an der Netzkante hängen. War natürlich auch schwierig. Knapp aus. Richtig, wieder tief in die Rückhand zu spielen von Iva Majoli, aber den Ball wieder nicht ordentlich getroffen. Der Rückhandslice, vor dem Iva Majoli zu Beginn oder zum Ende dieser Woche gesagt hat, oh, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Der Respekt scheint verflogen.
Vorteil. Advantage Kreuz. Das lässt sich auf dieser Seite einfach nicht vermeiden. Über Majoli sind diese Doppelfehler auch und sogar öfter unterlaufen. Vielleicht hängt ihr dann noch die verlorene Breakchance im Spiel davor hinterher und nun verliert sie ihren Aufschlag, weil ihr Grundlinienspiel einfach wieder unstet geworden ist, weil ihr zu viele Fehler unterlaufen, aber das darf man ihr eigentlich nicht verübeln, denn sie muss wirklich aus ihren Möglichkeiten alles herausholen. Die sind zwar groß, aber wenn da ein Schwachpunkt drin ist, dann ist das schon zu viel gegen eine so ausgeglichene Spielerin wie die Kroatin. Das ist gut. Es war auch im Ansatz nicht zu erkennen. Lieber Majoli rechnete mit einem langen, unterschnittenen Angriffsball und der Stop prima hinters Netz gelegt. Der sechste Doppelfehler. Und davor konnten Sie wieder sehen, wie sie sich auf den Schläger stützte. Vielleicht tut ihr Rücken doch jetzt etwas mehr weh und der landet genau auf der Linie. Und damit erobert sich Meike Babel das Break zurück. Das Spiel damit und der zweite Satz wieder ausgeglichen. Und wir sind gleich wieder hier. Das ist also der Stand im Relegationsspiel, im Abstiegsspiel Deutschland gegen Kroatien. Iva Majoli hat den ersten Satz 6-2 gewonnen, führt im zweiten Satz 4-3, aber Meike Babel wird als nächster aufschlagen, somit der Stand ausgeglichen. Hier übrigens der letzte Ball, der genau auf der Linie landete und dann irgendwie noch wegschmierte, sodass Iva Majoli nicht mehr reagieren konnte. Wir gucken uns das mal genau an. Ja. Also mit einem kleinen Härchen noch den Außenrand der Linie berührt. Meike Babel schlägt sich bisher tapfer gegen eine Gegnerin, von der man von vornherein gesagt hat, die ist übermächtig. Und da, genau das kann der Vorteil der jungen Deutschen sein, hier frei aufzuspielen. Sie hat keinen Druck, sie muss eigentlich nicht gewinnen, denn das muss die Kroatin. Geht man von den Weltranglistenpositionen aus, die Kroatin vierte. Thank you.
jetzt wird's brenzlig. Drei Breakmöglichkeiten für die Kroatin. Wunderbar gespielt, auch wenn das Netz etwas mithalf, aber der wäre auch so ganz gut gewesen. Somit ist ihre Netzrollerbilanz ausgeglichen, aber immer noch zwei Breakchancen für Iva Majoli. Oh, das wird schwierig, ja. Und wieder streckt sich und dehnt sich Iva Majoli etwas. Aber sie führt 5-3. Ja, das ist immer etwas komisch, wenn man auf dem Tennisplatz steht und der Gegner, das sieht man, sich vielleicht nicht so ganz wohl fühlt, Dehnungsübungen macht. Man weiß, er war vorher verletzt. Das ist nicht unbedingt hilfreich. Schöner wäre es, wenn man frei von diesen Bildern spielen könnte. Und der Kopf macht einem da so einige Schwierigkeiten, weil man dann denkt, man muss unbedingt gewinnen, man muss unbedingt punkten, denn der Gegner ist ja leicht verletzt. Und das führt dann öfter dazu, dass man einfach zu viele Fehler macht. Majoli versucht, ihre Punkte schneller abzuschließen jetzt. Konnte Meike Babel gerade noch ausweichen. Hätte der Ball sie getroffen, bevor er den Boden berührt hätte, wäre es ein Punkt für die Kroatin gewesen. Ja. Nicht zu sehen, in welche Richtung Iva Majoli schlagen würde. Der Schwung kommt so schnell. Sieht man nochmal. Das nur öfter gelänge, die Kroatin in längere Ballwechsel zu verstricken und dann auf ihre Chance zu hoffen. Steffi Graf guckt sich das Ganze sicherlich mit gemischten Gefühlen an, rechts neben ihr. Ein Mann, der oft die Privatflugzeuge geflogen hat, die Steffi Grafs Familie zu irgendwelchen Tennisturnieren geführt hat. Und wir hoffen übrigens, dass Steffi Graf im Anschluss an dieses Spiel bei Rudi Zerne sein wird. Jetzt aber Matchball, der erste für Kroatien, für Iva Majoli.
Matchball abgewehrt, Einstand. Die Aufforderungsrufe der kroatischen Fans, es gibt sehr viele Kroaten hier in Frankfurt und Umgebung. Babel spürt, dass sie die Chance hier hätte, doch noch mal was zu bewegen, wenn sie nur etwas besser an den Ball käme und nicht gleich nach dem zweiten, dritten Ball anfangen müsste, quer über den Platz zu rennen. Ist er das? Oh, kommt gut zurück. Aus. Oh, ein toller Ballwechsel und Iva Majoli bückt sich erneut. Kostet sie das zu viel Kraft? Sind es die Rückenschmerzen? Nimmt sich jetzt eine lange Vorbereitungszeit, um wieder aufzuschlagen. Ja, das finde ich nicht ganz fair. Mitten in die Aufschlagkonzentration reinzurufen, das macht man nicht. Hat gut gegengehalten. Und da kämpft sich ja ein Breakball. Ah, da lächelt Iva Majoli etwas in sich hinein. Das war taktisch wieder ganz clever gemacht, den Ball einfach nur reingespielt, kurz, ohne viel Druck, mit etwas Spin. Wieder ein Ball, mit dem die Deutsche nicht gerechnet hat. Ah, der ist zu lang. Und damit Matchball Nummer 3 für Iva Majoli. Thank you.
haben Sie gehört, sie sagt, geh ran an die Bälle und geht gleich einen Schritt ins Feld, um den zweiten Aufschlag attackieren zu können. Der ist zu lang. Und wieder Breakball. Fast überzeugt, dass Meike Babel würde sie dieses Aufschlagspiel gewinnen, das gesamte Match umdrehen könnte, denn Iva Majoli scheint sich an dieses Aufschlagspiel zu klammern, um das Match so schnell wie möglich beenden zu können. Vielleicht sind ihre Beschwerden doch zu groß. Vielleicht fehlt ihr auch etwas Kraft. Der ist aus. Schade, aber Glückwunsch an Kroatien, Iva Majoli gewinnt 6:2, 6:3. Das Ganze hat eine Stunde und 9 Minuten gedauert. Michael Babel wird getröstet von Markus Schur, der jetzt zu den Kroaten läuft, um sich für das Spiel A zu bedanken und zu gratulieren. Aber wir haben gesehen, da war sicherlich eine kleine Überraschung drin. Hätte Meike Babel etwas stabiler gespielt, dann hätte sie durchaus einen Sieg herbeiführen können. Aber sie braucht deswegen nicht unzufrieden zu sein. Und das wird ihr Markus Schur sicherlich auch sagen. Sie hat sich an das Konzept gehalten. Und wir wollen das mit Iva Majoli auch weiter beobachten. Denn gegen Anke Huber morgen dann wird es sicherlich ein härterer Weg werden als heute im Auftaktmatch gegen Meike Babel. Zuschauer, trainieren Sie für den SHL Millionenschuss der Fernsehsendung an. Hier auf dem Tennisgelände am Frankfurt. So, eine Statistik, die nochmal das bestätigt, was wir am Eingang schon gesagt haben. Es war natürlich sehr schwierig, von der sonnenbeschienenen Seite aufzuschlagen. 7 Doppelfehler unterliefen Iva Majoli, 3 der Deutschen. Aber was viel wichtiger ist, vermeidbare Fehler unterliefen der Deutschen 38 und der Kroatin nur 23. Auch die direkten Punkte sprechen natürlich für das Ergebnis 6:2 und 6:3. Kroatien geht also im Relegationsspiel 1:0 in Führung, aber danach wird Anke Huber gegen einen neuen Stern am Damen-Tennis-Himmel antreten, Mirjana Lucic, 15 Jahre. Und das soll es zunächst einmal von hier oben gewesen sein. Aber ich höre gerade, wir können weitermachen, denn es soll eine Ehrung geben. Und während Meike Babel hier noch einige Autogramme unterschreibt, sich offensichtlich schon wieder gefangen hat, gucke ich mal über den Platz. Und wir erwarten in Kürze Steffi Graf bei uns im Studio, haben noch etwas Zeit. Schauen wir uns noch mal den Matchball an. Iva Majoli erneut mit dem Aufschlag auf die Rückhandseite. Da hat sie die meisten Punkte gemacht, oder andersrum, Meike Babel die meisten Fehler. Öffnet dadurch das Spielfeld und schon war Meike Babel einen Schritt oder einen halben zu spät. Und die Vorhand landet im Seitenaus.
Iva Majoli hat ja zu Beginn ihrer Karriere 92 schon den Weg über das Tenniscamp von Nick Bollettieri gesucht und das noch ganz kurz zum Ende. Dort hat man Anfang der 90er viel, viel Bälle geschlagen, aber wenig an der Stützmuskulatur gearbeitet. Deswegen kamen viele Bollettieri-Schüler irgendwann nach ein, zwei Jahren mit Rückenschmerzen zu Turnieren. Ähnliches unterlief jetzt ja auch Iva Majoli. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Jetzt aber zu unserem Kollegen Rudi Zerne und hoffentlich Steffi Graf. Quiet, please. Spannende Unterhaltung beim Fed Cup wünscht Ihnen Freshnet. Ja, Steffi Graf ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen. Alle vier Meter habe ich gerade gesehen, 30 Autogramme. Wie erleben Sie das Turnier hier im Augenblick? Ja, etwas ruhiger eigentlich als das letzte Mal. In Mannheim war ich doch etwas näher und bin etwas mehr, oder auch wie man gesehen hat, etwas näher bei den Spielerinnen gesessen. Und diesmal schaue ich etwas mehr von der Distanz, dass ich ab und zu auch mal das Bein hochlegen kann. Steffi, Sie sind ja auch praktisch als Chefin der Steffi Graf Sport GmbH gewisserweise ja, die Nummer eins des Teams. Wie sind Sie mit Ihrem Mitarbeiterstab hier so zufrieden? Ja, also ich habe im Moment nichts zu kritisieren. Nee, ich finde, es läuft auch ganz hervorragend. Ja. Ein bisschen heiß ist es vielleicht für die Spielerinnen. Natürlich. Haben Sie Mitleid? Ja, gerade eben der Belag ist natürlich auch nicht gerade perfekt für so ein Wetter. Mhm. Durch den Untergrund steht natürlich die Hitze unheimlich auf dem Platz. Und gerade weil eben von der Form her der Wind nicht so auf den Platz kommen kann, ist es nicht ganz so angenehm, klar. Wenn wir mal das Spiel jetzt zurück betrachten, das erste, wäre mehr drin gewesen, vielleicht für Meike Babel? Ich meine, es im war zweiten ja schon Satz zu, ja? Hatte sie, glaube ich, zu Beginn doch ein paar Chancen, vielleicht mal zum 3-2. Dann bei ihrem Aufschlagspiel zum 4-2. Sie kam aber immer wieder zurück und hat es nochmal probiert. Gerade zum Schluss hat man noch im letzten Spiel gesehen, dass sie einige Matchbälle abgewehrt hat. Also sie hatte eigentlich schon Chancen, aber Majoli spielt im Moment wirklich mit einem riesigen Selbstbewusstsein und deswegen war es keine einfache Aufgabe. Wie erleben Sie das? Ich meine, eigentlich hätten Sie vielleicht, wenn nicht diese schlimme Verletzung, müssen wir leider gleich auch noch darauf zu sprechen kommen, gewesen wäre, dabei sein können. Wie ist das am Rande, wenn man sieht, ja fast wie ein Trainer, jetzt müsste sie das und das ansetzen, aber es klappt halt nicht, weil man vielleicht mit den Nerven und mit den Gedanken nicht so dabei ist. Ja, es ist unheimlich schwer. Ich meine, klar, ich kann mich natürlich in die Situation hineinversetzen, wie es ist, für sie auf dem Platz zu sein. Und sie hat, glaube ich, es ist ihr erstes Spiel jetzt für Deutschland. Ist natürlich auch keine so leichte Aufgabe. Sie war schon im Federation Cup dabei. Aber sie hat auch eben eine lange Verletzungspause gehabt. Und da muss man verstehen, dass es nicht ganz so einfach ist. Sie haben den Federation Cup schon zweimal gewonnen. Damals hieß er noch Federation Cup, zum ersten Mal 1987. Ja. Haben wir vorhin schon den Zuschauern was gezeigt. Ja. 92 wollen wir auch noch mal Revue passieren lassen. Mhm. Auch für Sie können Sie noch mal ein bisschen was sagen. Sie haben Arantxa Sanchez-Vicario 6-4, 6-2 damals besiegt. Für mich sehr gutes Match. Das war das Finale gegen Spanien. Da hatte ich für meine Verhältnisse, weil Arantxa zu dem Zeitpunkt unglaublich stark auf Sand war, ein sehr deutliches Spiel gewonnen. Und ja, da sieht man natürlich die Freude. War für uns natürlich auch toll, gerade eben auch wie hier in Frankfurt zu spielen, vor eigenem Publikum den Federation Cup wieder mal zu gewinnen. Steffi, ich habe beobachtet, Sie müssen das Bein, da ist eine riesige Manschette drum, Schutz schon noch ein wenig nachziehen. Wie sieht es da im Moment aus mit der Verletzung? Sieht sehr gut aus, doch. Also ich war jetzt 4 Wochen in Österreich in Behandlung, war ständig unter ärztlicher Aufsicht und habe mich konsequent an die Therapie gehalten. Und bis jetzt läuft es sehr gut. Also ich hoffe, dass es so weiter voranschreitet. Was würden Sie sagen, vielleicht für unsere Zuschauer, frühestmöglicher Zeitpunkt, wo man wieder eingreifen könnte ins richtige Tennis-Wettkampf? Ja, das würde ich auch gerne wissen, aber es hängt natürlich vom Heilungsprozess ab. Aber ich habe gute Hoffnung, im September wieder anfangen mit Tennis zu trainieren und die Turniere, ich hoffe mal, dass ich so im November wieder einigermaßen Turniere spielen kann. Ein Tipp jetzt von Ihnen, vielleicht auch mit einer Vorausschau. Anke Huber spielt jetzt gegen Mirjana Lucic, die Sie kennen von Straßburg. Die hat Ihnen ganz schön das Leben schwer gemacht, aber Sie haben trotzdem gewonnen. Worauf sollte sie achten? Ja, ist ein sehr schweres Spiel. Ich habe kurz mit ihr auch eben noch gesprochen, mit Anke. Und habe ihr gesagt, sie bewegt sich nicht ganz so gut nach vorne. Von hinten macht sie mächtig Druck. Das wird man gleich erleben. Also ich kenne keine Spielerin, die eigentlich so schnell spielt. Vielleicht bei der Beweglichkeit hapert es etwas. Und da denke ich, dass Anke gut ansetzen kann. Steffi Graf, besten Dank fürs Kommen, alles Gute für Sie und hoffentlich sehen wir Sie bald wieder auf dem Center Court. Vielen Dank. Danke. Liebe Zuschauer, wir hatten mal die Möglichkeit, schon vor ein paar Tagen hier mit Anke Huber über den Platz zu gehen, an die Stätte des Triumphes. Sie war ja damals auch dabei mit Steffi Graf und sie hat uns da einige Orte gezeigt, da dürfen wir jetzt mit Sicherheit nicht mehr hin. Anke,
Das Frankfurter Waldstadion, fühlen Sie sich wohl hier, wenn Sie spielen? Ja, ich fühle mich sehr wohl. Wir haben vor ein paar Jahren mal einen Fed Cup hier gewonnen. Es war ein tolles Erlebnis und ich komme immer wieder gern zurück. Wir hören schon, hier ist Anflugschneise Frankfurt, der Flughafen Rhein-Main-Airport. Stört das nicht manchmal ein bisschen auch? Nee, eigentlich nicht. Es sind schon ziemlich hoch, ist nicht allzu laut und ein Flaschenwetter ist manchmal auch so. Und eigentlich stört es nicht. Ne? Ich weiß, ihr wollt auch die Umkleide sehen, aber warte mal kurz, ich muss gucken, ob jemand drin ist. Nee, ist okay. Komm. Gut, dann schauen wir mal rein. Ja, das ist jetzt alles. Haben Sie einen angestammten Platz? Nee, also man geht eigentlich hin, wo man will. Es gibt keinen bestimmten Platz. Ne? Und seid ihr zusammen, also die Kroatinnen und ihr in einer Umkleide? Ja, wir sind zusammen, aber es gibt keine Probleme, schätze ich mal. Man kommt zurecht. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Also ich denke, hier wird so ärztliche Betreuung sein. Was habt ihr hier vorgesehen? Ja, hier ist eine Massagebank. Je nachdem, wie kaputt man nach dem Spiel ist, kann man sich hier kurz drauflegen. Also zwischendurch auch mal kurz nochmal entspannen. Ja, es kommt drauf an. Wenn ein Match wirklich hat, war dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man zwischendurch eine Massage bekommt. Das ist dann der Mann, der am nächsten ran darf. Ja, ja, sozusagen. Ja, Dankeschön. Gehen wir wieder raus. Ja. So, dann sind wir jetzt in der Players Lounge, also der Bereich der Spielerinnen, wo sie sich aufhalten, wenn sie mal komplett abschalten wollen. Das ist richtig schön gediegen. Ist das normaler Standard hier? Ist schon sehr schön gemacht, muss ich ehrlich sagen. Es ist wirklich gemütlich und schön hier. Ja. Und man hat vor allen Dingen ganz tolle Aussicht auch, wenn man mal ein bisschen was vom Tennis mitbekommen möchte. Ja, man kann schön auf den Sendercourt hier runter gucken. Es ist sehr bequem, ja. Tolle Aussicht. Ja. Ja, gehen Sie oft raus hier, um sich das dann anzusehen? Ja, oder macht man die Tür zu, damit man gar nichts hört? Nee, natürlich guckt man immer dann, wie es steht und was los ist. Man guckt wahrscheinlich auch das Spiel zu, hauptsächlich, wenn man Zeit hat, ja. Interessant, früher war das hier der VIP-Bereich, also da, wo die ganz besonders wichtigen Geschäftsleute und Partner hingekommen sind. Jetzt die Spielerinnen. Fühlen Sie sich geehrt? Ja, ist schön. Natürlich, ist immer besser, wenn man für die Spielerinnen einen schönen Teil ist. Man merkt schon beim Laufen alleine, der Boden ist sehr, sehr weich. Wie wirkt sich das aus aufs Spiel? Und wenn man runtergeht, gibt es so richtig nach, sogar wenn man mit dem Finger mal nachdrückt. Ja, es kommt darauf an, wie heiß es ist. Ich habe heute Morgen trainiert, da war es noch nicht ganz so weich wie jetzt. Und natürlich, je heißer es wird, desto weicher wird. Da ist ein Gummibelag und da wird er natürlich auch ein bisschen langsamer dadurch. Ist Ihnen das lieber oder haben Sie eher was dagegen? Aber mir ist es schneller schon ein bisschen lieber. Aber okay, es wird man sehen und ist für alle gleich. Und deshalb. Ich hoffe, dass es keine Probleme gibt. In diesem Sinne hoffen wir, dass es am Wochenende ein bisschen kühler wird. Ja. Danke, Anke Huber. Okay, danke. Ja, das hat sich leider nicht ganz erfüllt. Es ist heißer als am Donnerstag und damit ist der Boden auch wesentlich weicher. Und damit ist der Boden, wie wir gerade erlebt haben und gehört haben von Ariston Celli, nicht so schnell, wie sich das Anke Huber eigentlich gewünscht hat. Wollen wir sehen. Vielleicht kühlt es nachher noch ein wenig ab. Auf jeden Fall hat sie einige Male vom Balkon dort oben auch herausgelinst. Meike Babel steckt im Stau, nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß, denn Steffi Graf muss dort unten Autogramme geben und zwar jede Menge. Aber jetzt ist Meike Babel auch schon bei uns. Sie kann ja schon mal Platz nehmen, würde ich sagen, Meike. Aber wir, liebe Zuschauer, schauen noch mal kurz rüber, nämlich Luftlinie, ich würde mal sagen 1000 Meter zum Golfplatz des Frankfurter Golfclubs. Dort findet heute die Europameisterschaft der jungen Damen bis 18 Jahre alt statt. Nationen aus 13 Ländern trafen sich dort und eine Dame aus Berlin hat bislang ein ganz hervorragendes Ergebnis geliefert. Martin Wolf war dabei. Während Anke Huber noch trainierte für ihren ersten Einsatz im Frankfurter Waldstadion, befand sich eine andere deutsche Spitzensportlerin nicht einmal einen Kilometer entfernt bereits mitten im Wettkampf. Miriam Nagel, erfolgreiche Vertreterin des deutschen Teams bei den Mannschaftseuropameisterschaften der Mädchen. Im Zählwettspiel gelang der Berlinerin eine fast sensationelle 68er-Runde, 3 unter Par. Neben Martina Eberl und Miriam Haller konnte auch Julia Kraschinski gefallen. Mag das Glück auch nicht immer auf ihrer Seite gewesen sein. Von Anke Huber ahnte hier niemand etwas. Nee, haben wir nichts von gehört. Du auch nicht, Julia? Nee, habe ich nicht. Schließlich hatten sie bis dahin auch genug mit ihrem eigenen Wettkampf zu tun. Die volle Konzentration darauf sollte sich lohnen. Ganz überraschend stehen die Deutschen heute im EM-Halbfinale gegen Italien. Und wer weiß, vielleicht geht es morgen ja sowohl für sie als auch für ihre Tenniskolleginnen um alles. Anke Huber jedenfalls hat nun zwei mehr, die ihr die Daumen drücken. Wir wünschen ihr viel Glück für die nächsten Matches und dass ihr das Turnier gewinnt. Ja. Genau so ist es. Den Rest muss Anke dann schon selbst besorgen. Schließlich haben wir hier ja auch noch einiges zu erledigen. So, Meike ist jetzt bei uns und wir versuchen noch den Monitor so hinzurücken, dass wir auch anständig was sehen und nicht nur Sie zu Hause, liebe Zuschauer. Meike Babel,
schönen Dank fürs Kommen. Schade, dass es nicht geklappt hat. 2:6, 3:6 verloren gegen Eva Majoli, die French Open-Siegerin. Ist ja keine Schande, immerhin die Siegerin der internationalen Tennismeisterschaften von Frankreich. Nee, ich denke, es haben schon andere so glatt gegen sie verloren. Beziehungsweise so glatt war es ja eigentlich nicht. Am Ende war es sehr umkämpft. Ich habe leider dann die entscheidenden Punkte nicht gemacht. Aber ich denke, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe gekämpft, ich habe es versucht. Es hat halt leider nicht gereicht. Ein bisschen ist was erzählt worden über den Boden. Man hatte sich gedacht, das wäre schneller. Dann ist es allerdings sehr heiß geworden. Jetzt im Laufe des Tages wird vielleicht noch ein paar Grad mehr werden. Und dadurch wirkt er etwas langsamer. Wie sind Sie damit zurechtgekommen? Ja, also um da mal mit zu beginnen, mir war er immer noch zu schnell, um ehrlich zu sein. Ja, da muss man, also man kann eigentlich keinen Ball gleich erwarten. Also der verspringt fast wie auf Sand teilweise. Und man muss unheimlich gut zu Fuß sein, also sich wirklich ganz exakt stellen. Und wenn man dann halt unter Druck kommt, wie bei Iva, das also fast nicht zu vermeiden ist, da hat man da große Probleme. Also ich hatte dann auch große Probleme. Ich hatte den Eindruck, Sie haben sehr selbstbewusst begonnen, auch wenn Majoli dann in Führung gegangen ist, 0:1 gleich zu Beginn. Wir schauen uns mal die erste Sequenz an. Zum 30:15. Leider hat sie dann doch wieder das Break geschafft und ging auf 0:2 davon. Ja, das sind eigentlich die Ballwechsel. Ich habe die Kontrolle über den Ballwechsel und hier mache ich den Punkt, da bin ich auch mutig genug, einfach mal die Linie runterzuspielen. Aber das ist mir dann im Verlauf des ersten Satzes ist es mir so ein bisschen aus der Hand gegangen, also dass ich einfach nicht konsequent aggressiv gespielt habe, weil es reicht halt einfach nicht, den Ball einfach nur reinzuspielen. Sie sind eine der wenigen, die noch einhändig die Rückhand spielt. Nicht nur überrissen, sondern auch hier auf dem Boden sehr stark Slice. Aber Majoli ist dann auch immer wieder sehr stark ins Knie runtergegangen. Wie ist das, wenn man dann merkt, ach, jetzt habe ich so eine Waffe und die funktioniert auch nicht mehr so ganz? Ja, da bin ich eigentlich auch ein bisschen überrascht gewesen. Also ich habe gedacht, sie hat da vielleicht ein bisschen mehr Probleme. Aber ich meine, immerhin ist sie die Nummer 4 der Welt und es gibt auch andere, die Slice spielen. Mhm. Und ja, da bin ich auch teilweise einfach ein bisschen hektisch geworden. Habe dann versucht, mit dem Nächsten sofort irgendwie was zu machen und das dann nicht so ganz geglückt. Wir schauen uns die nächste Sequenz an zum 2:3. Immer aus Sicht von Meike Babel, also sie hier die Erstgenannte. Und sie hatten Breakball. Ich muss jetzt erstmal schauen, was da überhaupt passiert. Leicht orientieren auf dem Blauen. Also Fehler da von Eva Majoli. Ja, also es war einfach, wenn ich es geschafft habe, sie zu bewegen, dass sie auch mal ein bisschen weitere Wege gehen musste. Da hat sie dann auch Probleme gehabt. Das hat man dann auch ganz klar am Ende des Matches gesehen. Sie war einfach stehen, K.O. schon. Und ich habe es, wie gesagt, dummerweise leider nicht geschafft, danach das Break zu machen. Sonst hätte es vielleicht noch ein bisschen anders ausgesehen. Half leider alles nichts. 6:2 ist der erste Satz ausgegangen für Eva Majoli. Und Steffi Graf, die gerade bei uns war, meinte, im zweiten Durchgang wäre mehr drin gewesen. Da hat sie besser gesehen. Wo waren da für sie die entscheidenden Punkte? Ja, es war, wie ich es gesagt habe, ich habe einfach dann ein bisschen die Hektik bekommen und habe versucht, dann zu schnell den Punkt zu machen und war einfach zu ungeduldig. Aber wie gesagt, gegen die Eva muss man einfach was riskieren. Und da bin ich vielleicht einfach noch nicht erfahren genug, aber ich denke, da habe ich noch eine Menge zu lernen. Es war eine klasse Erfahrung, heute hier zu spielen und ich werde daraus lernen und werde es beim nächsten Mal besser machen, hoffe ich. Wir schauen mal in den zweiten Durchgang und sind beim 1:2 und zum 15:0, das Sie dann also machen. Ja, das ist jetzt auch schon mal ein bisschen längerer Ballwechsel, wo ich dann auch vorgehe. Ja, genau, das war. Der war dann nicht so leicht, dann habe ich einfach nur versucht reinzuspielen und kam ganz gut der Schmetterball. Ne? Wenn ich über Kopfbälle bei Ihnen sehe, denken wir natürlich auch an Ihre Schulterverletzung, wo es immer noch zwicken soll. Wie ist das da im Augenblick? Nee, im Moment ist es ganz gut. Also gerade bei dem heißen Wetter hier ist es sehr, sehr gut für mich, weil meine Schulter dann einfach ganz schnell warm ist. Genau, ich muss nicht viel machen dabei. Und da geht es eigentlich. Also es war auch heute überhaupt gar kein Problem. Nächste Einstellung, das Break. Majoli zum 2:4. Davor unterlief Majoli ein Doppelfehler. Das heißt, Ihnen unterlief der Doppelfehler, weil Majoli ja breakt. Doppelfehler, finde ich, ist immer so das Schlimmste, was es gibt. Ja, ist natürlich ein bisschen unglücklich, aber eigentlich bin ich sehr, sehr zufrieden mit meinem Aufschlag. Ich denke, den habe ich doch ein bisschen verbessern können in den letzten paar Wochen. Und Doppelfehler passieren halt, ist dann halt recht unglücklich, wenn es zum Breakball dann ist. Ist das auch bei einer Spielerin Ihrer Klasse noch eine reine Nervensache oder spult man da einfach so diesen Ablauf ab? Naja, gut, bei mir hat es klar, also heute war es garantiert nicht sehr einfach hier zu spielen. Ein bisschen nervös war ich schon, aber das hat dann eigentlich nichts mit Nervosität mehr zu tun. Bei mir ist der Aufschlag einfach noch ein bisschen unrhythmisch, weil ich halt den umstellen musste durch die Verletzung. Und ich habe auch, sieht man ja, ich verwerfe mich halt ab und zu auch noch mal ein bisschen und
Das ist einfach der fehlende Rhythmus. Aber mit der Zeit kommt das garantiert. Apropos Verwerfen. Manchmal hatte ich das Gefühl, der liebe Gott hat es nicht gut mit Ihnen heute gemeint. Immer wenn Sie Aufschlag hatten, schien die Sonne voll ins Gesicht. Und bei Majoli hat er schon mal eine Wolke vorgeschoben. Das hat mich eigentlich nicht so gestört. Nicht? Also es war nicht so, dass man genau in die Sonne geschaut hat. Also es ging noch. Wie war das dann mit dem Verwerfen? Wie ist das zu begründen? Ich musste halt, wie gesagt, durch meine Schulterverletzung den Ballwurf ein bisschen umstellen. Und wenn man halt 20 Jahre vorher eine eingeschliffene Bewegung hat und wenn man die plötzlich umstellen muss, dann ist die einfach nicht so konstant. Und das ist halt bei mir das Ding dann. Matchball muss sein. 1:09. Leider, Minuten. Ja. 2:6, 3:6, also das Ergebnis aus Sicht von Meike Babel. Nachdem es ja noch einige Male hin und her ging in diesem letzten Spiel. Vorteil, Einstand, Vorteil für Majoli. Ja, es war ein bisschen dumm einfach. Also ich habe halt gemerkt, sie ist ziemlich platt schon und sie stand schon eigentlich relativ müde auf dem Platz und ich hätte eigentlich wirklich diese Spiele noch machen müssen. Dann sieht es ein bisschen anders aus, das Ganze, aber hat halt leider nicht geklappt. Jetzt ist natürlich viel gesprochen worden darüber. Sie haben einen neuen Teamchef, Markus Schur, der Klaus Hofstedt abgelöst hat. Wie ist da der Kontakt? Wie ist die Abstimmung? Wie sind die Tipps? Wie kommt das alles rüber? Ja gut, ich habe den Markus jetzt dieses Frühjahr kennengelernt bei einem Lehrgang und ich verstehe mich also mit ihm so sehr, sehr gut. Das kann man eigentlich nicht so vergleichen mit Herrn Hofstedt und ihm, also, weil es einfach zwei komplett andere Typen sind. Aber ich denke, wir haben hier eine gute Woche gehabt, wir haben gut trainiert und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann also mit ihm auf dem Platz, komme ich sehr, sehr gut aus. Und ich denke, das hat man auch gesehen. Viele sprachen ja davon auch, dass es eine große Überraschung, nicht zuletzt auch für Sie gewesen ist, dass Sie jetzt als die Nummer zwei hier im Team nominiert wurden. Ein bisschen mit einem Bammel rangegangen, gleich im ersten Spiel gegen die French Open-Siegerin oder frech auf, ran ans Werk. Ach, ja, eigentlich, klar, es ist immer ein bisschen schwer, also nervös. Wer also da nicht nervös ist, bei dem fehlt irgendwas, denke ich. Aber ich habe mich natürlich klar gefreut, dass ich das Einzel spiele, aber ich meine, ich habe nichts zu verlieren. Sie hat gerade die French Open gewonnen und sie ist die Nummer 4 der Welt. Ich kann da eigentlich ganz, ganz frei aufspielen und ich habe es versucht, ganz einfach. War auch für Sie kein besonderer Druck, dass Sie hier gewissermaßen ein Heimspiel vor heimischem Publikum hatten, die vielleicht auch die eine oder andere Erwartung gehegt haben? Ach, also ich denke einfach, eine Erwartung, dass ich das jetzt gewinne, ist das relativ unrealistisch, wäre das gewesen, denke ich. Aber es hat viel Spaß gemacht, hier zu spielen, weil halt die Leute, die kenne ich, also ich kenne sehr, sehr viele und die unterstützen einen natürlich ganz anders, als wenn ich irgendwo in, was weiß ich, Kroatien spiele oder in Hamburg oder was. Apropos Spaß, es gab mal Zeiten, da hat Ihnen Tennis nicht mehr so viel Spaß gemacht oder da war die ganze Karriere nicht mehr so spaßig verlaufen. Wenn Sie sich daran zurückerinnern, Sie haben mehr als 20 Monate aussetzen müssen. Wie haben Sie dann den Willen gefunden und die Kurve wieder zurück auf den Platz? Ja, das war einfach die Überlegung. Also ich hatte dann eigentlich fast schon abgeschlossen, weil es sah eigentlich so aus, dass ich gar nicht mehr spielen kann. Und das war einfach dann, ja, so ein bisschen von meinem Umfeld einfach ein bisschen gepusht worden. Einfach nochmal gesagt, versuch's doch einfach, weil du ärgerst dich zu Tode, wenn du das Gefühl hast irgendwann, dass du nicht alles versucht hast dafür. Und es waren meine Eltern, das war mein Freund und da bin ich also tierisch dankbar für, dass die mich da doch relativ oft in den Hintern getreten haben. Ich glaube, Ihr Freund hat auch entscheidend mitgeholfen, ist ja selbst Leistungssportler und hat dann gesagt, also jetzt wirst du doch nicht so früh aufhören. Sie sind ja erst 22 Jahre alt und plötzlich hat es dann nicht mehr wehgetan. Übersinnliche Kräfte? Naja, also ganz so plötzlich hat es dann nicht wehgetan, das stimmt nicht so ganz. Also es war einfach, ich habe es dann versucht, über den Schmerzpunkt zu gehen und es hat dann mit der Zeit geklappt. Es ist also schrittweise immer besser geworden und irgendwann fasst man dann auch wieder den Mut, dass es doch irgendwie klappen kann. Und wenn man dann natürlich so eine Hilfe hat von außen, das hilft. Also das kann man selbst fast gar nicht mehr schaffen. Ich hoffe, dass es für Sie weiter nach vorne geht. Sie waren ja schon mal 27. der Weltrangliste, zwischenzeitlich mal auf 579 abgestürzt. Im Augenblick zwischenzeitlich gar nicht mehr drauf. Gar nicht mehr drauf. Im Augenblick Nummer 233 und ich wünsche Ihnen alles Gute, dass es weiter nach oben geht. Danke, Dankeschön. Meike Babel. Eins noch, heute spielt die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Finale gegen Italien. Ihr Tipp? Gewinnen. Ganz klar, sagt auch die Trainerin Tina Teune-Meyer. Und sie wollen es damit den Männern nachmachen in Oslo, die im letzten Jahr die Europameisterschaft in Wembley gewonnen haben im Endspiel gegen die Tschechische Republik.